Es geht los, jo. So, direkt mal an den Mercedes vorbeigezogen. Also, der Wagen steuert sich echt nicht einfach. Man merkt, der hat unfassbar viel Power. Aber dann spürt man doch plötzlich so das Gewicht von dem Wagen. Besonders hinten. Ich weiß gar nicht, ist das ein Heckantrieb oder so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich bei dem Wagen jetzt nicht so mies aus. Aber es sieht gut aus. Oh yes, schön gedriftet hier. Alter, ihr hängt sie alle ab. Wow, geiler Beat auch gerade. Gefällt mir. Die Bullen. Also, man muss ja bedenken, das Spiel, soweit ich weiß, ist ja ein Cross-Gen-Titel, oder? Das kommt ja für alle Konsolen, also Xbox 360, PS3 und die neuen und PC, oder? Habe ich doch richtig verstanden. Da muss man natürlich immer bedenken, solche Spiele sind meistens grafisch nicht die besten. Und es sieht zwar gut aus, aber ja, ein Meisterwerk ist es jetzt nicht. Meisterwerk ist es jetzt meiner Meinung nach nicht. Bisher noch nicht, wer weiß. Detroit ist ja jetzt auch so eine Arbeiterstadt. Vielleicht ändert sich das noch von Stadt zu Stadt. Ich brauche einen Wagen. Verstehe. Alles okay? Klar. Los geht's. Das sind Brüder. Okay. Ambassador Bridge, Bro. Alles klar, Bro. Ärger mit den Cops? Ja, aber ich hab sie abgehängt. War cool. Warum legst du dich immer mit dem Gesetz an? An Rennabenden sollst du die Cops in Ruhe lassen. Denn je mehr Cops, desto schlechter fürs Geschäft. Weißt du, wegen dem Scheiß hast du noch kein 510-Tattoo. Ach komm, Dayton, ich bin der beste Fahrer im ganzen Staat. Darum geht's nicht, Alex. Ich hab die 510 gegründet. Ich bin der V8 und mein eigener Bruder bricht die Regeln. Wie sieht das aus, hä? Kein Wunder, dass immer wieder ein paar Jungs Scheiße bauen. Also, worum geht's? Ein Typ namens Schiff, E4. Ich kenne ihn nicht. Muss ihm aber ein paar Fragen über verschwundene Kohle stellen. Und warum bin ich hier und nicht einer deiner 510? Du bist ein Arschloch, aber du kannst fahren. Wenn ich Schiff auf Linie bringen muss, dann will ich den besten Fahrer, um es ihm auf der Straße zu zeigen. Und ich will dir die Chance geben, mal was Nützliches zu tun. Diese Ansage. Yay! Alle deine Autos werden in Stufe 3 verbessert. Cool. Ich finde es auch ganz gut, dass das hier alles in Missionen eingeteilt ist, dass man wenigstens ein bisschen Struktur hat. Das gefällt mir eigentlich bei Rennspielen. Auch ganz gut. Das ist er. Bis gleich.
Schatten! FBI, Hände, wo ich sie sehe. Mein Bruder braucht Hilfe. Zum Teufel sei das Mann! Helft ihm! Er verblutet! Die Waffe ist nicht meine. Der ist tot. Hey! Hallo Alex, ich bin Zoe. Wir können einander helfen. Du kennst sie, oder? Klar tust du das. Der eine killt deinen Bruder, der andere buchtet dich ein. Das ist der Deal. Ich will den hier. Special Agent Coburn. Er ist korrupt, fehlt nur der Beweis. Und du willst den hier, Dennis Jefferson, alias Schiff, Boss des 510 Motor Club. Bin dabei. Du hast hier noch 8 Jahre. Wir löschen deine Akte und deinen Namen. Ich sagte, bin dabei. Okay, du arbeitest jetzt für das Federal Bureau of Investigation. Hab nichts dagegen, für das Gesetz zu arbeiten. Wir haben einen Wagen für dich. Ich melde mich. Das behalte ich. Wenn dich das anspornt. Wir haben ein Budget hier für Alex. Aber es ist begrenzt. Ich gebe dir Geld, um deinen ersten Wagen zu kaufen und auszurüsten. Geh sparsam damit um. Später musst du Extras selbst bezahlen. Wir stehen bereit für eine Probefahrt, also dreh eine Runde, wenn du unsicher bist. Okay. Also, hier haben wir einen Chevrolet Camaro. Stehen nur, was wir an Kohle haben. Da rechts oben 57.000, das ist unser Budget. Okay, alles klar. Dann haben wir einen Nissan. Demo-Modus. Geiles Teil, ja. Geiles Teil. So, hier einen Ford Mustang GT. Ja, ein Mustang. Ich glaube, ich nehme den hier schon. Challenger. Mehr Auswahl haben wir nicht. Ich glaube, ich nehme den Ford Mustang. Jo. Crew Credits. Was sind denn Crew Credits? Können wir uns vielleicht noch eine geilere Farbe als das hier nehmen? Ja, oder? Entscheidend ist.
Ja, die Zwischensequenzen sind, die haben so einen leichten Trash-Faktor, finde ich. Ja, ich meine, war auch klar, dass der Bruder abgeknallt wird. Das war so logisch. Und unser Typ sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, das passt gar nicht mit dieser Brille und alles. Das sieht komisch aus. Komisch. Autohändler wie den gibt's im ganzen Land. Jeder Autohändler hat andere Fahrzeuge im Sortiment. Vielleicht fährst du einfach mal vorbei. Im ganzen Land gibt es 510-Tuner, die sich auf verschiedene Ausstattungen spezialisiert haben. Während deines Einsatzes wirst du diese Tuner aufsuchen müssen. Aber jetzt hol dir erstmal deinen Straßenflitzer. Wagen mit Straßenausstattung sind kaum modifiziert. Sie sind für Rennen auf normalen Straßen ausgelegt. Die typische 510-Schleuder eben. Geht es um Fahrten quer durchs Land, solltest du die Straßenausstattung wählen. Ja, Leute, ich würde sagen, wow, Samuel, was machst du denn da? Kleiner Killer, du. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal einen Cut, lad euch die ersten beiden Videos hoch und wie gesagt, warte dann auf Feedback. Wenn da gar nicht so viel Interesse besteht, dann ruhe ich mich vor dem Ansturm von Assassin's Creed nochmal aus, nein, Spaß. Aber ja, bisher macht es einen coolen Eindruck. Muss mal gucken, wie das so weitergeht. Ja. Na gut, Leute, an dieser Stelle, wie gesagt, lasst ein bisschen Feedback da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.